Sie beobachten dich. Immer. Studieren jede deiner Bewegungen. Wer sie sind, fragst du? Nun, sie sind die Gespiegelten. Sie lieben es, Spielchen zu spielen. Hinterhältige kleine Kerlchen. Die Spielchen, die sie gerne spielen? Naja, sie hängen davon ab, wie du darauf reagierst, sie zu sehen. Weißt du? Bist du enthusiastisch und froh, sie zu sehen, spielst du ein erfreuliches Spiel. Fangen zum Beispiel oder eine lustige Runde verstecken. Spiele, die uns wohl bekannt sind. Wie auch immer, wagst du es, sie mit Angst oder gar Abscheu zu grüßen, wirst du eines ihrer Spiele spielen. Diesen wirst du weniger enthusiastisch beiwohnen, um es milde auszudrücken. Ein Spiel, das sie oft wählen, könnte man im wahrsten Sinne des Wortes als Memory bezeichnen. Sie wissen alles über dich. Deinen Namen, deine erste Liebe, sogar was du vor 3 Jahren gefrühstückt hast. Sie vergessen nichts. Beim besagten Spiel rufen sie dir vergangene Ereignisse aus deinem Leben zurück ins Gedächtnis. Deine Aufgabe ist es, dich zumindest an eines genau zu erinnern. Liegst du richtig? Herzlichen Glückwunsch! Das Spiel ist vorbei und du darfst gehen. Kannst du dich aber an nichts erinnern, hast du verloren. Dann musst du den Platz mit ihnen tauschen. Du wirst zum Gespiegelten und der Gespiegelte wird zu dir. Von nun an musst du ihn beobachten. Alles, was er macht, genau studieren und verinnerlichen. Sollte es dazu kommen, dass er dich jemals grüßt, wird er sich nicht erinnern können, je ein Gespiegelter gewesen zu sein. Deine alten Erinnerungen werden zu sein. Wie bitte? Du möchtest wissen, wie man ihnen begegnen kann? Mutig, mutig. Es ist sehr simpel. Die Gespiegelten sind überall. Deine Reflexion, dein Schatten, alles, was dich nachzuahmen scheint, das sind sie. Alles, was du tun musst, ist, sie zu grüßen.